Homeworld, 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 Homeworld. 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 Hallo Fabian. Hallo Dennis. Ich habe dich mal wieder eingeladen zu einer kleinen Partie Homeworld. Aber wir haben Homeworld doch schon durchgespielt. Das ist korrekt. Wir haben Homeworld 1 durchgespielt. Wir haben Homeworld 2 noch nicht durchgespielt. Das wird irgendwann noch kommen. Aber jetzt ist uns ein neues Homeworld-Spiel dazwischen gekommen. Plötzlich. Richtig. Und dich kann nichts mehr halten. Die letzten paar Stunden waren für furchtbar. Dich, waren, also neben Zelda waren sie wegen dir schon furchtbar. Weil du einfach das Spiel nicht spielen konntest. Ja, ich saß die ganze Zeit da. Das Spiel ist gestern Abend erschienen aus unserer heutigen Sicht. Aus eurer Sicht vor 2 Tagen, wenn ihr das hier seht. Und es ist tatsächlich ein neues Homeworld. Ein offizielles Spiel der Homeworld-Reihe. Das erste seit über 10 Jahren. Ich glaube, der letzte Teil kam 2002 raus oder 2003. 2003 kam, glaube ich, Homeworld 2 raus. Ist also schon mittlerweile 13 Jahre her. Dann kam nur die Remastered Bundle Edition. Genau, das war letztes Jahr, also vor ein paar Monaten, kamen die nochmal in HD und ein bisschen hübscher und so, genau. Für Steam nochmal raus. Als Vorbereitung jetzt zu Deserts of Kara. Genau, das hat jetzt schon 3 Umbenennungen hinter sich. Das hieß am Anfang einfach nur Shipbreakers oder Shipbreakers, glaube ich. Also okay. Schiffbrecher. Ohne Homeworld, weil sie die Lizenz nicht hatten, haben das entwickelt, ein Spiel, was ein geistiger Nachfolger sein sollte zu Homeworld und auf einem Planeten spielen soll. Das war so die Grundidee. Okay. Und es war inspiriert von diesen, weiß nicht, ob du es kennst, in Afrika, diese Küstenabschnitte, wo sie die großen Tanker einfach auf den Strand aufsetzen und dann kommen da ganz viele Menschen und schweißen die auseinander. Ja, und das kennt man ja auch jetzt aus Marvel. Ach, aus Age of, 2. Old, aus Age of Ultron, genau. Da spielt eine der überflüssigsten Szenen dort genau in so einem Bereich. Das war die Grundidee. Wüste plus riesige Schiffswracks. So, das war die erste Aber Gedanke. Aber da sind es dann wahrscheinlich Weltraumschiffe. Wahrscheinlich Raumschiffe, genau. Ja. So, und dann hat Gearbox die Lizenz gekauft, hat diese HD-Version gemacht und hat dann Blackbird Entertainment oder Interactive, die schon daran gesessen hatten, wie gesagt, dieses externe Studio, an diesem geistigen Nachfolger, hat denen gesagt, kommt, wenn ihr einen geistigen Nachfolger wollt, geben wir euch die Lizenz und ihr macht einfach für uns, als wir machen Publishing, ihr macht einfach ein Homeworld. Dann haben sie es Homeworld genannt, irgendwie Shipbreakers oder so. Mhm. Und jetzt haben sie es nochmal vor 3 Monaten umbenannt in Deserts of Karak. Sehr schön. Karak ist der Haupt, der Herkunftsplanet, Heimatplanet von dem Volk, was man in Homeworld 1 spielt. Das ist der Planet, von dem wir am Anfang sozusagen abgehauen sind. Unsere Homeworld quasi. Unsere Homeworld. Aber wir suchen ja eigentlich, haben wir ja damals dann unsere eigentliche Homeworld gesucht. Ja, das aber war also. Ich finde es trotzdem nicht gut, dass da noch ein Haar drin ist, sonst wäre es schönes Palindrom. Stimmt. Bisschen kaputt das Ganze. Ja. Na gut, genug gequatscht. Ich weiß nicht wirklich was über die Story, außer dass wir irgendwas das in der weiß Wüste machen. Niemand, außer den Entwicklern. Das ist richtig. Deswegen springen wir jetzt direkt in die Kampagne rein und schauen mal, wie das so ist. Also ich glaube, es gibt wieder richtig schöne Zwischensequenzen, wie auch bei Homeworld. Stilistisch auch ganz nett. Habe ich schon ein bisschen was von gesehen vorher. Das heißt, da werden wir dann tendenziell ein bisschen ruhiger sein. Do it! Und uns das mal angucken. Nein. Oh, Tutorial? Nein, ich glaube, es funktioniert ziemlich so wie Homeworld. Wir machen einfach Mittel. Einfach Feinde sind schwächer, Feinde sind ebenbürtig, Feinde sind stärker. Wenn ich jetzt eine Pussy wäre, würde ich einfach machen. Ich werde mir später wünschen, ich hätte einfach gemacht. Vielleicht können wir es noch im Spiel ändern. Ich nehme jetzt einfach normal, weil wir sind normal. Richtig. Glaube ich. Wir sind zu zweit, wir sind doppelt so gut wie einzeln. Oh Gott, sag sowas nicht. Starten. Dann werden wir also in der ersten Folge die erste Mission durchspielen. In der ersten Folge die Kampagne durchspielen. Ja, nee, wird schwierig. Ach, das ist dann ein 5-Territorialbündnis aus den Skala. Kann Fiskiri, sein. Ja, vielleicht so Kapisi. Die großen Kulturen auf dem Planeten, die sich zusammengeschlossen haben für diese eine also Mission. Da sehen wir auch Collation Territories, also die Vereinten Nationen. Territorien. Our planet is dying. The desert grows with every passing year. The world is at war. But there is hope. An object has been detected deep within the Great Banded Desert. It has been called the Jirachi Object, the primary anomaly. We believe it may hold the key to our salvation. An expedition to retrieve it is being prepared. Rachel, we are near a bend. Stand by for pickup.
Spielgrafik, ne? Mhm. Das ist schon ganz schön geil. Na gut, das ist natürlich, wie wir wissen, die Vorgeschichte. Also jetzt wissen wir es ja, weil das ist ja genau der Beginn vom ersten Homeworld. Wir haben ein Objekt in der Wüste gefunden. Genau. Und wir haben jetzt die Technologie, um Raumsprünge zu machen. Deswegen. Also wenn wir es finden. Wenn wir es finden. Epsilon-Basis. Also das ist jetzt quasi ein Prequel. Es ist das Prequel, genau. Es spielt ja wohl, habe ich gelesen, 100 Jahre vor Homeworld 1. Aber uns. This is the captain of the jet carrier to PC. All crews, hangar 5. Okay. Stand by to initiate rollout sequence. Okay. Auch schon wieder mit dieser blauen Farbe immer von den Hangars. Dann wissen wir also, wo wir rauskommen. Richtig, aus dem Arsch. Auch gleich mit Start. Bahn obendrauf für Flugzeuge. Falls wir Flugzeuge haben. Ja. Okay, wir sind also offensichtlich Captain Sajet, diese junge Dame da. Die Fahrzeuge sehen schon wieder alle so cool aus irgendwie. Ja, hat man super richtig Lust, in ein Strandbuggy zu steigen. Ja, vor allem dadurch die Wüste über die Dünen zu brettern und so. Schon ganz lustig. Okay, jetzt aktivieren sie wirklich das HUD hier für uns. Super. Okay, es sieht alles genauso aus wie bei Homeworld. Oh, ich finde das schon wieder so hübsch. Ey, meine Güte. Bereite dich vor. Und wie mache ich das? Attention all stations. This is Fleet Intelligence for the Expedition Carrier Capici. I will be issuing all mission objectives through this channel. Before departure, wow, komm, das Flugzeug da. Rachel's Jet. Geil. Vehicle production, resource salvage. Das ist hier unser Auto. Genau. Time is of the essence. So let's run through these quickly. Fleet operations, is your channel clear? Affirmative. I will be providing all non-critical updates on unit production, research, resource salvaging, and all carrier systems through this channel. Copy that. Stand by to initiate production test. Okay, wir sollen was bauen. Sie ist also jetzt quasi, oder die schwarze ist die Computerstimme aus dem ersten Teil. So ein bisschen, ja. Erntemaschine. Setzen Sie eine Erntemaschine von der Capici ein. Okay. Aha, kann ich hier was bauen und dann kann ich hier eine Erntemaschine bauen. Oh. Ist jetzt noch nicht so eine große Auswahl, was ich bauen konnte. Und wir sollten noch ein Tutorial spielen. Ne, ganz ehrlich, das ist doch hier schon Tutorial-mäßig genug. Genau, ich denke mal, das wird wieder hier das Ressourcen sein. Genau. Ich möchte aber noch mal ein bisschen ranzoomen, weil es einfach... Ja, wieder mit Alt. Ja. Ist wirklich alles wie früher. Wenn ich Alt gedrückt halte und dann auf eine Einheit klicke, dann folge ich der. Also okay. Das sind die Asteroiden sozusagen. Ja. Welche, wahrscheinlich später aber vielleicht im Feld Erz oder so. Aber geht der so schnell? Ja. Weiß nicht. Nö, ich wollte sich nur noch mal. Nee, doch, ja. Kann immer nur 150 sammeln. Aber das geht relativ schnell, ne? Ja. Begleitkreuzer reparieren. Okay. Achso, sie kann also reparieren. Okay. Wo will sie denn hin? Dann muss sie jetzt erstmal eine Punktwendung machen. Ja, aber ich meine, lass niemals eine Frau ans Steuer, ne? Das ist gefährlich. Okay, das ist also ein Begleitkreuzer. Was auch immer der jetzt macht. Mehrzweckkreuzer zur Reparatur und für die Versorgung von Operationen mit Rohstoffen. Zur Reparatur. Das hat er ja nicht so gut an sich selbst hingekriegt.
Das ist halt wie die Kreuzer, die wir vorher hatten. Ja. Sie hat nur auf den Knopf gedrückt für einen blauen Strahl. Naja, ist gute Arbeit gewesen. The first step is to upgrade the Capici's advanced manufacturing facilities. Once that is done, we will be able to build light attack vehicles. Hätten sie ja ruhig mal gleich einbauen können, ja, das Ding, oder? Wenn es hier schon in der Basis noch steht. So wenigstens mal einfache Fahrzeuge bauen können. Können wir dann gleich zur HAF gehen? Ja, bin ich auch dafür. So, mal gucken, ob sie jetzt dann dahin fahren. Hm, eigentlich ist der Waypoint immer noch auf Rachel, ne? Genau. Sollen wir Punkt festlegen? Ja, jetzt hat's geklappt. Auf Y. Okay. Viel Drohnen. Wo? Ich habe ja noch gepanzerte Angriffsfahrzeuge hier. Ja, geil. Achso, ich darf noch nicht benutzen. Located where? Na, links. Weiter links? Da, wo der Fall ist. Ah, okay. Ja, das war, nee, nur ihr. Drohnen? Das sind einfach nur... Das ist doch keine Drohnen, das sind hochgeklappte Dinger. Platten. Ja, warte mal. Jetzt schießen sie drauf und dann schnellen die hoch. Boah, ey, die schießen aber echt wie Stormtrooper. Ja. Ja, aber es war ja schon immer so bei Homeworld. Dass ja jeder Schuss einzeln berechnet wird physikalisch. Das war ja auch schon damals so. Ja, aber guck mal, wo die hinschießen. Das kann ich besser. Und ich kann Scheiße zielen. Du kannst mit Scheiße zielen? Ja, das auch. Bist du ein Affe? Die werfen. Ich kann damit zielen. Ah, okay. Go. Okay, also sie ist zuständig für die Wissenschaft. Also ist wahrscheinlich Wissenschaftlerin. Nehme ich jetzt einfach mal an. Das trifft uns beide ja sehr gut. Wir ja. Können uns damit ja identifizieren. Wir wissen definitiv schnell Kartoffeln züchten für Bioplastik. Ganz wichtig. Okay, auf geht's. Hey, ich will nicht wissen, was das Teil an Treibstoff verbraucht. Solarzellen. Solarzellen. Hab zwar keine gesehen, aber... Oben auf dem Startdeck. Richtig. Ah, das ist auch schon wieder gut aus. Ja, Masseverhältnis wird sich auch nicht so schnell ändern, außer wenn ihr kaputt geht. Dann hoffen wir nicht, dass es passiert. Türen? Ist aber auch krass, dass die Station nicht überdacht war für Sandstürme, ne? Ja. Ja, die schütten dann immer. Die fegen und schütten. Ja. Alle paar Tage. Aber gut, dass sie immer hier mit ihrem eigenen Auto voranfährt, ja, und nicht in der gut gepanzerten Basis ist. Ach, sie ist nicht der Captain. Nee, okay, sie ist nur der wissenschaftliche Leiter. Okay, es gibt also offensichtlich noch andere Stämme da auf dem Planeten, die nerven. Die Galsier. Das Gute ist, wir können ja gar nicht versagen. Wir wissen ja schon, dass es klappt. Richtig. oder wir versagen und es ist einfach eine andere Rasse, die da startet. Kann auch sein, ne? Rachel Sajet, Expedition Carrier Capici. We've launched 3 months ahead of schedule and just in time. The Galsian threat was far greater than we had anticipated. As the lead scientist on this expedition, da wissen wir's. No. I'm more convinced than ever that my brother was right. That what lies out there amongst the dunes holds the key to our survival on this planet and possibly beyond. We have no choice now but to believe. Wir müssen glauben. Aber das finde ich halt richtig gut, den Flottenstatus. Also du siehst erstmal, wie viel Megameter. Mega, ich weiß auch nicht, was es ist. Ich habe gerade auch schon überlegt. Vielleicht 6,6 Millionen Meter, das ist aber eine ganze Menge. Ja, dann... Millimeter? Falsch geschrieben. Ja, wenn es Kilometer sind, kann es ja auch Megameter geben. Also, ja, ja, klar. Gut, dann die Temperatur, die... Ja, es ist vielleicht mal heiß. Wir sehen ja dann auch noch Wolken kommen. 30 Grad. Genau, dann die Einheiten. Also wir sehen, da kommt noch ein bisschen was dazu. Ja. Und auch noch Systemstatus. Ja. Also wird auch mal Mission sein. Oh,
Interferenz. Mhm. Es ist alles auf 5% runter. Oh, ein Sandsturm. Aber die Gesamtenergie verstehe ich jetzt nicht. Gut, das werden wir herausfinden. Zwei. Wir haben zwei Energie. Ja, wir haben zwei Energie und Megaliter. Ich hätte lieber drei Energie. Wir haben 710 Megaliter. Naja, es ist... Gut, also offensichtlich rechnen sie in Millionen Liter und haben keinen Bock auf Tonne oder auf Kubikmeter oder was auch immer. Ist ja egal. Ist aber auch nicht, es sind ja auch keine Menschen. Das ist ja ein anderes Volk. Stimmt. Auf einem anderen Planeten, die rechnen halt anders. Ah, 30 mal so viel Treibstoff wie Wasser, das ist schon krass, ne? Naja, du hast ja schon gesagt, das Ding verbraucht lächerlich viel. Und du hast gesagt, es hat Solarzellen. Ich habe gesagt, vielleicht hat es Solarzellen. Es hat auf jeden Fall Gesamtenergie 2. Damit würde ich sagen, beenden wir die erste Folge. Und in der zweiten wagen wir uns dann mal in die Wüste rein und gucken mal, was hier sandsturmmäßig oder so abgeht. Die gibt's dann schon morgen. Also, freu dich drauf. Bis dann. Tschüss.